Hallöchen und willkommen zurück hier bei Siedler 2, liebe Freunde. Wir werden heute mal ein bisschen angreifen. Habe ich mir jetzt so vorgenommen. Oh. Aber erst werden wir uns... Oha. Um unsere Bergwerke kümmern. Verbraucht. Keine weiteren Fischbestände. Oh Mann. Wie geht's weiter? Okay, das war die letzte. Gold! Was? Im Ernst jetzt? Okay, wir brauchen hier Geologen. Hier ist das Gold verbraucht, hier oben. Dann in dem Fall würde ich das hier anschließen. So, dann reißen wir das ein hier. Viel passiert, ne? Aber wir brauchen natürlich das Gold. Genauso wie die Kohle. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Wir schicken hier trotzdem nochmal Gelehrte hin. So, ansonsten, wie gesagt, hier können wir ja anschließen. Kohle auch, wenn es unbedingt nötig wird. Ah, der kriegt jetzt auch Essen hier. Ja, wäre auch schade, ne? So, auf jeden Fall, wir haben hier 12 Soldaten stehen. Wir haben Bier, wir haben alles. Wir versuchen jetzt mal hier noch ein bisschen Terror zu machen. Wir haben Münzen vor allen Dingen. Münzen sind draußen. Hier werden auch nochmal Münzen gemacht. So, nach dieser Münze hier werde ich die Produktion auf jeden Fall mal hier einstellen. Weil der kriegt nämlich schon wieder hier Kohle. Ja, wir brauchen die Kohle jetzt natürlich noch hier und hier. Da sind wir nämlich runter auf 61% Gold gefunden. Hä, wieso hat der nichts mehr geliefert, wenn es noch Gold gibt? Das ist aber komisch. Okay, gut, ein Klumpen. Ist nicht viel, ne? Mal die Hoffnung nicht aufgeben lassen, dass es hier noch ein bisschen was gibt. Aber wir kommen in Nöten. Wir müssen jetzt hier angreifen. Wir müssen gucken, was hier noch die Bestände sind, hier drüben. Was es hier noch am Berg zu holen gibt, weil es geht uns langsam alles aus. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen angreifen. Ich werde mal hier mit... hier sind 3 Stück drin. Da werde ich mal mit 4 Stück angreifen. Mal versuchen, ob wir was hinkriegen. Anders geht's nicht. So. Also, los geht's. Da kommen sie schon uns entgegen hier. Klar, die wollen ja verteidigen. So, es rücken auch gleich normalerweise wieder Soldaten danach. Ich weiß nicht, ob die miteinander verbündet sind hier, oder wie das jetzt hier abläuft. Auf jeden Fall sind unsere Soldaten richtig stark. Und wir haben gute Chancen, dass wir hier was erreichen. Es wäre natürlich auch doof, wenn ich angreifen würde mit schlechten Soldaten. Wäre natürlich nicht so schlau. Schauen wir erstmal, dass wir hier das Gebäude einnehmen. So. Wir brauchen die Rohstoffe, wo es hier gibt. Die es ja auch garantiert geben wird. So, ah shit, ey. Ich baue hier noch eine Wachstube hin. Oh, gilt der Weg noch? Ah, tatsächlich. Geil. Einfach, dass wir nochmal hier ein bisschen Sicherheit haben. Ah, gut. Sie greifen an. Sie sind verbündet in dem Fall. Hm, aber ich glaube, die können mir nicht viel anhaben. So wie es aussieht, sind die jetzt auch nicht so besonders. Nee, ich glaube, die können mir nichts. Die können mir nichts. Aber wir warten mal ab, was passiert. Oha. Ich weiß, dass ich angegriffen werde, aber da kommen auch schon.
aus dem großen Wachturm-Soldaten raus. Und normalerweise haben die keine Chance. Ne, haben sie auch nicht. So, Gold kommt wie gesagt trotzdem noch. Wir brauchen keine Panik haben. Die Münzprägerei macht weiter. Wir haben noch Ersatzgold hier. Und sind auch ziemlich stark. So, hier haben wir noch Soldaten drin. Alles perfekt bis jetzt. Klar, hier sind wieder ein bisschen schwächere drin. Mit denen, wo wir angegriffen haben. Aber das wird dann mit Gold bald wieder ausgeglichen hier oben. Die haben drei, hier haben sogar drei Münzen drin, Ersatz. Münzen hier oben. So, die greifen von beiden Seiten an. Ach du Scheiße. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, die haben aber viele Soldaten. Die Säcke. Aber nur Scheißsoldaten, so wie es aussieht. Richtig gute haben sie jetzt hier nicht an der Front. So. Kommt schon Hilfe? Die schicken Soldaten raus, sobald es zu brenzlig wird hier. So. Oh, da ist ein guter, so wie es aussieht. Ein etwas besserer. Aber er kassiert richtig gut. Ja, lange Ausbildung. So. Komm, hau ihm was an die Backen hier. Diesen Action endlich mal hier im Spiel. Ich hoffe ja nicht, dass wir zu früh angefangen haben. Das ist auch ganz schön was. Na? Der wird uns doch nicht besiegen. Wie lange kämpfen die hier? Alter. Oh, er hat uns. Na egal, drei Soldaten sind drin. Der letzte, wo angreift. Oha, da kommen wieder ein paar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die werden angegriffen. Sie wollen ihre Gebäude wieder zurückholen. Gold gefunden. Ah, hier oben gibt es noch Kohle und Gold. Vielleicht, wenn wir diese Straße hier abreißen, können wir hier nochmal ein Bergwerk bauen. So. Ist auch nicht so schlimm, wenn die fehlt. So, was ist los? Oh! Jetzt ist aber ganz schön was los hier, ne? Hey! Der wird doch jetzt hier nicht sterben. Okay, gut. Gut verteidigt. Oha. Die greifen mit immer mehr an, wa? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber so wie es aussieht, haben sie keine Chance. Wie sieht's aus? Was haben wir noch hier im Ersatz? 10 Soldaten, 4 Generäle. Also wenn irgendwas ist, dann haben wir gute Karten hier. Unter anderem auch Generäle. So. Fronten sind hier gut besetzt. Was machen sie hier? Was bauen sie da? So, wenn mal der Sturm aufgehört hat, hat er. Dann werde ich mal mit 3 Soldaten angreifen. So. Mal schauen, ob wir es schaffen. Die halten das hier oben nochmal richtig gut, so wie es aussieht. Ah, da kommen wieder welche. So, jetzt schauen wir mal. Na klar, die wollen das jetzt natürlich richtig schön verteidigen. Und die kommen sogar von hier aus.
Kommen die gelaufen. Und wieder ein Sturmangriff. Heidei. Jetzt geht's aber ab, du. Ja, holen raus. Oh, die greifen meine Wachstube an. Ja, das haben sie jetzt gut gemacht, wa? Klar. Jetzt wollen sie sich die krallen, wa? Hey, macht ja keinen Scheiß hier. Ah, da kommen schon die anderen Zeug. Vom Kampf. Und krallen sich jetzt die. Sehr schön. Jetzt kommt aber ganz schön Hilfe hier. Sehr gut. Oh, da kommt wieder ein guter Soldat. Das ist wahrscheinlich auch einer der besten von denen. Oh, die haben Katapult. Oh, shit. Da muss ich... Ah, fuck. Okay. Da muss ich jetzt gucken, wie wir das jetzt machen. Die haben hier einen Katapult stehen. Okay, Moment. Die haben jetzt das Gebäude hier zerstört. Mit dem Katapult hier. Ich weiß nicht, wie weit die hier schießen können. Auf jeden Fall haben wir das hier auch. Ah, dann müssen wir kurz warten, bis wir wieder angreifen dürfen. Das Katapult hier müssen wir zerstören. Ich weiß nicht, wie weit ich schießen kann. Oh, das ist ein Lager, ne? Okay, die haben auf jeden Fall ihr Gebäude hier zerstört. Jetzt müssen wir einfach mal beobachten, was jetzt hier passiert. Ob die hier irgendwie angreifen können oder nicht. Ob es schießt, überhaupt auf die Entfernung. Wobei ich glaube, das ist zu weit. Scheiße, ich kann hier kein Katapult bauen. Das ist ein bisschen nervig. Sonst hätte ich lange eins hingebaut hier. Geht aber leider nicht. Und sie kommen schon wieder angreifen. Keine Fischbestände mehr. Klar, hier im Kriegsgebiet würde ich ja auch nicht gern angeln, wa? Werden wir dem nochmal ein Plätzchen suchen. Vielleicht hier irgendwo. Ist das schon? Der hat hier schon null. Der findet hier nichts. Scheiße. Der hat dafür 100%. Hier unten weiß ich nicht, ob die so weit gehen. Vielleicht wollen wir hier an der Küste entlang mal noch ein bisschen mehr angreifen. Da oben durch, dann könnte man vielleicht auch mal wieder ein bisschen was finden. Aber das Katapult greift nicht an. Okay. Also gut. Aber die greifen an. Das darf doch nicht wahr sein, wa? Die Gelben sind echt nervig. Kurz kleinen Überblick. Wie viele Soldaten haben wir? 11. Okay. 14. 14 Soldaten. So, und sie greifen nochmal an. Wenigstens schießt das Katapult nicht. So, da kommen sie auch wieder zum Helfen. Na, na, na. Haust du jetzt ab hier? Ey, die meint's echt ernst jetzt. Junge, Junge. Ich muss nämlich warten, bis die Angriffswelle von ihrer Seite aufgehört hat, damit ich wieder angreifen kann. Weil ich will das Katapult zerstören hier. Das ist mir jetzt ein Dorn im Auge. Hey, hey, hey. Kommt schon wieder einer. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Jupp. Wir werden angegriffen, ich merk's. Oh. Nur noch einer drin. Und auch noch ein Loser. Das könnte jetzt natürlich unseren Tod bedeuten. Außer er schafft ihn. Ach, Glück gehabt. Und wie, ey. Richtig Schwein gehabt. Da müssen wir gucken, dass hier wieder Goldmünzen kommen.
Sonst haben wir echt ein Problemchen. So, aber jetzt hat's aufgehört hier. Ah, da kommen wieder gute Soldaten raus. Drei Stück für hier an die Front. So, jetzt hat der Angriff aufgehört. Sicher? Ich muss mir sicher sein. Moment. Jo, ich glaube schon. Also können wir hier angreifen. Holen wir uns das Katapult hier. Angriff. Mit zwei. Ah, jetzt kommen sie schon wieder. Das sind doch Schweine, oder? Gerade wo ich jetzt hier angefangen habe. Ah, da kommt schon Hilfe von einem, vom anderen Gebäude. Und die gehen auch raus. Sehr schön. Ja, ist schon fies, dass man sich hier um zwei Gegner kümmern muss, ne? Wir sind hier in der dritten Mission, ne? Gleich gegen zwei Gegner kämpfen. Und jetzt kommt... Oh. Noch einer rein hier. Kommt auch schon der zweite Soldat. Das Katapult muss weg. Und da werde ich dann gleich mal eins hinbauen. Militärgebäude wird besetzt. Sehr schön. Und auch noch von richtig guten Soldaten. Keine Fischbestände mehr. Gucke ich mir nachher an. Ich will kurz hier warten. Was hier jetzt passiert. Na? Und? Wir haben das Katapult zerstört. Sehr gut. Wenn noch ein Direktweg geht nicht. Oh, schade. So, hier werden jetzt wieder ein paar Häuser leer gemacht. Ah, die Grenzen werden geräumt. Auch nicht schlecht. Und es hat aufgehört. Sie greift mich nicht mehr an. Neun Soldaten noch drin. Also muss ich kurz warten, bis ich wieder auf 10 bin. Ich will Ersatzsoldaten haben für den Ernstfall. So, weil hier muss jetzt erst wieder voll gemacht werden. Schauen wir mal an, was wir hier bauen dürfen. Wir dürfen hier ein Katapult bauen. Werde ich auch gleich mal tun. Nein, der Weg gefällt mir nicht. Dann können wir was anderes machen. Gehen wir hier ein. Der Weg ist richtig beschissen, ey. Naja, aber müssen sie halt einmal um die Palmen laufen. Mein Gott, was soll's. Eingenommen. Oh, sie versuchen sich wieder zurückzuholen. Ja, sie kommen. Okay. So, dann müssen wir uns gleich mal um den Fischbestand kümmern. Gibt's hier Fisch? Was meint ihr? Ne, ich glaube eher nicht. Oha. Sie greifen mich an. Klar, die wollen auch nicht, dass ich hier irgendwie einen Katapult baue. Selbstverständlich. Okay, den einen Angriff abgewehrt. So, da ist noch der nächste. Den holt er sich hoffentlich auch gleich mal noch. So, Waffenlieferung ist auch noch aktiv, so wie es aussieht. 11 Soldaten, sehr gut. Dann sollten wir hier vielleicht an die Küste gehen. Und schauen, dass wir hier nochmal ein bisschen Fisch bekommen. Wo war jetzt das mit dem Fisch? Ich habe die Nachricht leider schon gelöscht. Da, hier. Okay, Au einreißen, jawohl. So, jetzt sieht es aber eng aus mit unserem Fisch. Jetzt haben wir gar keinen Fisch mehr hier. Ja, was machen wir jetzt? Oh, greifen sie an. Nicht schlecht. Mal ein paar Erkunde rausjagen. Ich glaube, ich werde mir erstmal hier den roten krallen. Shit, ey.
Da rennt wieder einer rum auf meinem Land. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Junge, Junge. So, wir brauchen Fisch. Ach, die angeln hier auch. Ja, da sollten wir aber gucken, dass wir hier vielleicht... Kein Angriff möglich. Wieso nicht? Und hier? Mit einem. Schaffen wir das? Wir versuchen es einfach mal. Mit einem dürfen wir angreifen. Ach was. Okay. So, der buddelt hier jetzt schon mal. Mit einem. Oh je, das schaffen wir doch nie, oder? Kommt drauf an, was jetzt für Soldaten kommen. Wir haben noch im Ersatz, also von dem abgesehen, 11 Stück. Wir hatten bis jetzt eigentlich ziemlich wenig Verlust. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das holt. Vielleicht haben sie unten auch noch einen Katapult stehen, wer weiß. Ich habe hier einen Erkunder rausgeschickt, der hier mal ein bisschen durchlaufen soll. Hat er auch schon gemacht, wie es aussieht. Den greifen sie mich auch nicht an. Die hier oben haben auch keinen Bock mehr zum Angreifen. Die haben auch die Schnauze voll. So, ah, da ist ein einfacher drin. Das sieht gut aus für uns. Perfekt. So, Weg rüber. So, ich werde mal hier ein Fähnchen setzen und mal schauen, was es hier gibt. Vielleicht nochmal eins. Hier oben. Ah ne, lass mal erstmal das eine. So, Katapult ist hier keins. Nein. Gut. Nur noch das hier unten. Kein Angriff möglich, zu wenig Soldaten. Das sind eh, ne, das sind große für drei. Greifen sie wieder an? Oh ja, sie kommen wieder. Okay, ich werde jetzt mal kurz ein Päuschen machen. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwas passieren wird, großartig. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Tschüss.